wissen, wo sie stecken. Folgt mir! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Wir haben das letzte Mal dem guten Bernhard, wenn ich mich recht irre, so heißt der ja, den Aufenthaltsort jetzt von dem Verletzten noch verraten. Den einen haben wir erledigen können, da wir den hier in das Lager gelockt haben. Und ich bin mal gespannt, wie die jetzt reagieren werden, beziehungsweise wie die mit dem Gefangenen umgehen werden. Die werden ihn ja wohl sicher noch befragen. Weit kann der ja nicht kommen. Der war ja wirklich verletzt gewesen. Und ich glaube nicht, dass der sich jetzt das Leben genommen hat. Aber wirklich, ich bin halt gespannt, wie die reagieren werden. Vielleicht können wir auch schon vorgehen. Wir mal gucken. Und schauen, was der so zu sagen hat. Ich schaue, dass ich diesmal auf jeden Fall auch ein klein wenig länger aufnehme. Von einem Zuschauer wurde nämlich, wurde gebeten, also beziehungsweise 15 Minuten ist ja wirklich relativ kurz. Ich schaue, dass ich auf jeden Fall über 20, 25 Minuten komme jetzt ab jetzt die Parts. Und genau, damit ihr auch ein bisschen mehr was davon habt. Und ich will ja auch ein bisschen vorwärts kommen, aus dem Grund ist das, denke ich, von Vorteil für uns alle. Nimmer. Genau. Wenn ich mich nicht recht entsinne, war das doch hier gewesen, ja. Genau. Also alleine hatten wir ja überhaupt keine Chance gehabt gegen den einen. Der hat uns ja ziemlich den Arsch aufgerissen. Wahrscheinlich müssen wir da echt noch ein bisschen besser werden im Schwertkampf. Vielleicht noch ein bisschen skillen und allgemein auch vielleicht noch ein bisschen üben. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Übungsattrappen, Attrappen, um da mal ein bisschen besser zu werden. Nein, der ist tot. Gut, Männer. Durchkämmt die Gegend. Körper aufheben, plündern mit E. Was hat denn der an? Ein bisschen Wein? Blutige Hufkratzer. Das ist sicher geil. Vor allem, das leuchtet so. Groschen, die nehme ich auf jeden Fall, bevor die nehmen. Und was haben wir noch? Nee, die Tunika will ich nicht haben. Sieht ja dumm aus. Den Hut auch nicht. Trinkwasser. Das nehme ich noch mit. Und Brot, das kann man gut essen. Extrem viel Brot hat er dabei gehabt. Finde den Besitzer des Hufkratzers in Neuhof. Also reden wir erst mit dem Bernhard. Weißt du, wem dieser Hufkratzer gehört? Ich habe ihn bei einem der toten Banditen entdeckt. Woher soll ich das wissen? Frag bei den Ställen. Okay. Jetzt müssen wir herausfinden, wem der Hufkratzer gehört. Aber was spielt es denn für eine Rolle eigentlich? Ist doch nur ein Hufkratzer. Egal, wir gehen auf jeden Fall runter mal zu den Ställen und tun uns da mal ein bisschen durch die Leute fragen. Können wir auch... Nee, es geht nicht. Nee, nicht so schlimm. Laufen wir. Ich habe jetzt auch herausgefunden, mir wurde gesagt, dass das Spiel auch abspeichert, wenn man schläft. Das wusste ich halt vorher wirklich nicht. Da muss ich dann wirklich mir in Zukunft da eine Kopfnotiz machen, dass ich da auch jedes Mal dran denke. Weil das mit dem Retterschnaps, das geht halt überhaupt noch gar nicht. Der ist so extrem teuer. Und wenn ich, auch gut, wenn man draußen in der Wildnis ist, kann ich natürlich nicht einfach schlafen. Aber wenn wir in irgendeinem Ort sind oder so, dann sicher. So, fragen wir mal ein bisschen hier rum, wem der Hufkratzer gehört. Fangen wir doch gerade mal mit dem hier an. Doch niemandem was getan. Nicht stehlen. Nee, nee. Vielleicht der hier. Nee, stehlen. Hä? Ich kann mir gar keinem reden hier. Inspizieren. Wie kann man nur so grausam sein? Inspizieren. Siehst du, was sie getan haben? Tötet sie! Bringt diese Hurensöhne zur Strecke! Ah, wirklich unterhalten kann ich mich mit dem nicht, aber vielleicht mit dem hier nochmal. Ah, hier, dieser Hufkratzer. Wem könnte der gehören? Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Ah, schon wieder der, ja. Warum fragst du? Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte, langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Okay. Finde ich wirklich seltsam. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte. Keine Ahnung. Frag Jakob. Okay. Das letzte Mal hieß es ja doch noch, dass der unten in Neuhof wäre anscheinend.
Frag Jakob, er weiß, wohin Rotschopf geflohen sein könnte. Wo ist denn der? Ah, da, okay. Dann machen wir uns auf den Weg zum Jakob. Jakob? Dann bin ich mal gespannt. Als ob da so ein Einzelner was mit diesem Überfall vorhin... Ich könnte mir halt auch überhaupt gar nicht vorstellen, wieso. Was sie von dem wollten und, ja, müssen wir mal rausfinden. Ist halt echt weitläufig hier die Gegend, ne? Aber wirklich extrem... Also ich finde, die ist extrem detailgetreu gemacht hier, die Welt. Wirklich gute Atmosphäre. Also reden wir mal mit dem Jakob, was der zu sagen hat. Wer ist denn das? Der da hinten? Okay. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Zeig mir deinen Arm. Kann ich denen dann helfen, oder? Ich bin kein Waffenknecht. Ich bin kein Waffenknecht. Ich bin einer der Überlebenden. Aus Scarlets. Ah, verstehe. Na schön, was willst du wissen? Hufkratzer. Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Genau. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ja, das mache ich. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratai folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Wow. Genau. Okay. Dann gucken wir doch jetzt nochmal. Da unten. Easy. Easy peasy. Wir haben einen Weg. Wir haben einen Auftrag. Laufen wir mal nach da unten. Na, der scheint sehr gut zu gehen. Trotz, dass auf der anderen Seite von dem Gebäude hier so ein Massaker stattgefunden hat. Oh, wir können ja unser Pferd auch nehmen, genau. Oder nicht? Was ist denn unser Pferd? Das ist unser Pferd, oder? Genau. Geht alles ein bisschen schneller. Ich dachte schon, wo steht denn das? Also. Dann laufen wir mal dahin. Oh, mit dem Pferd ist das um einiges angenehmer. Unglaublich. Kommen wir echt gut voran. Ich finde es trotzdem gut, dass man nicht hier andauernd so eine Schnellporte-Funktion hat. Also die gibt es ja trotzdem. Aber dass man trotzdem auf jeden Fall was von der Welt erkunden muss, das finde ich halt wirklich schön. Ich mag so Spiele nicht, wo du von einem Ort zum anderen einfach hingeportet wirst. Da verpasst du die ganze Spielwelt eigentlich. Guck mal, da sind Kühe. Gibt doch nichts Schöneres als an einem schönen warmen Sommertag mit seinem streuen Geross durch die Wiese zu streifen. Das wird da unten irgendwo sein wahrscheinlich. Bleiben wir jetzt mal langsam auf dem Weg. Höher, Pferdchen, höher. Wir wollen noch vor Nachtanbruch beim Lager sein. Okay. Ui, warte schnell, hier geht's ganz schön bergab. Nicht, dass uns unser Pferd die Haxen bricht. Können wir nur vorstellen, dass das hier möglich ist irgendwie. Na, mal auf die Karte guckt schon. Ah, es ist noch ein ganzes Stück. Aber wir müssen sowieso irgendwie über den Bach auch. Bräuchte eine Brücke oder so. Ist die eingezeichnet auf der Karte oder eher weniger? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Ich weiß halt auch nicht, ob wir mit dem Pferd da durchkommen. Naja, mit Anlauf könnten wir drüber springen. Wollen wir mal gucken. Jo. Ah doch, es geht. Ganz gut, ganz gut. Haben wir ein richtig gutes Pferd bekommen. Ich glaube, da wäre sowieso gerade eine Brücke gewesen. Oder zumindest ein Durchgang.
Alles gut, Leute, wir kommen vorwärts. Oh, wir sind schon vorbeigeritten, oder? Tatsächlich. Warte, was steht denn hier nochmal genau jetzt? Befrage die Köhler im Süden. Das ist ja schon gerade hier. Also laufen wir nochmal. Gehen wir nochmal da hoch. Ne, warte, da kommen wir nicht hoch. Das ist zu steil. Ist das ein Köhler dort? Nee, ne? Das ist einfach ein Typ. Hier sind ja Hütten. Ah, hier haben wir ein Lager entdeckt. Da vorne sind welche. Ich denke, ich könnte mein Pferd hier abstellen, oder? So, das haut ja nicht ab. Du haust nicht ab, gell? Nee, nee, du bist mir treu. Dann reden wir mal mit denen. Gott sei mit dir. Ich suche nach Rotschopf. Ich suche nach einem rothaarigen Jungen. Er soll mit Köhlern befreundet sein. Wir sind mit keinem Rotschopf befreundet. Er arbeitet als Stallbursche beim Gestüt. Wo das ist, weiß ich. Aber ich kenne keinen von dort. Der kennt also keinen. Gut, dann reden wir mit dem anderen hier. Guten Tag. Hast du Rotschopf irgendwo gesehen? Wen? Einen Jungen mit roten Haaren. Stallbursche in Neuhof. Hier war keiner aus Neuhof. Ja, super. Da hat's auch noch jemanden? Mit wem hat denn der geredet? Beste Grüße. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Wir können hier noch mehr. Der Junge war Zeuge eines Massakers. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten. Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Wohin könnte er noch gegangen sein? Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Okay, gut. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Dann gehen wir mal zu guten alten Betty wieder. So nenne ich nämlich mein Pferd jetzt. Und, wobei, ich glaube, das ist doch... Jupp, das ist ein Gaul. Okay, dann können wir das nicht Betty nennen. Dann nennen wir den halt, Franz Ferdinand nennen wir den. Genau, Franz Ferdinand. Boah, was muss ich jetzt da hoch? Oder? Da muss ich suchen. Ey, dein Ernst? Okay, warte, hier porte ich mich dafür hin. Wir haben ja ein Pferd, müsste jetzt schneller gehen. Oh, wie schnell das geht mit dem Pferd. Lasst noch schnell was essen. Wir haben ja Brot eingesammelt von dem Toten. Ah, nee, das ist nur ein Brot. Das sind nicht so viele gewesen. Okay, nicht so schlimm. Hey, ich will das essen. So, jetzt haben wir keinen Hunger mehr. Jetzt machen wir uns weiter auf den Weg nach da oben. Warte, wo müssen wir lang? Ich muss schnell schauen. Hä, wieso? Dort, genau. Richtung Norden müssen wir. Kann ich auch mit dem Pfeiltasten reiten? Ah, das geht auch. Ist doch viel angenehmer. So kann ich Shift nicht immer die ganze Zeit mit einem kleinen Finger drücken. Oh, es wird langsam Nacht. Ist das schlimm? Ach, Quatsch, nee. Wir beeilen uns einfach. Wir kommen auf jeden Fall vorwärts. Das finde ich super. Bis jetzt gab es, glaube ich, noch nicht wirklich eine Stelle, wo wir extrem lang gehangen haben. Ja, wir sind immer gut vorwärts gekommen. Also es wird echt gut erklärt. Ist es jetzt schlau, durch den Wald zu reiten oder soll ich lieber auf dem Weg bleiben?
Wartet mal, ich schau nochmal schnell nach. Aha. Nee, es wäre jetzt schlauer, den Weg lang geritten. Da lang geritten. Okay, warte, ich muss nochmal ein bisschen drehen. Es ist schlauer, wenn ich da lang reite. Boah, ist das schnell, das Pferd. Hammer. Guckt euch das mal an, wie das abgeht. Später kriegen wir sicher noch eine coole Rüstung für unser Pferd. Hoffe ich zumindest, dass man das ausrüsten kann und nicht, dass man dann einfach ein neues kriegt. Das fände ich schade für den Franz Ferdinand. Guck mal, neue Stufe beim Reiten entdeckt. Was bringt mir das? Als ob das mit so einer Geschwindigkeit durch so einen schmalen Weg reiten könnte. Aus dem Weg! Oh, warte, ich bin zu schnell. Okay, ich sollte nicht so schnell reiten. Jetzt bin ich aber auch mutig hier. Da hat es Wildschweine. Diesen können Jagdgebiet Wildschweine entdeckt. Die sind gefährlich, da muss man aufpassen. Haben wir ja gelernt, ne? Ah ja, haben wir das Wildschwein, wo wir mit dem Hans angegriffen haben. Das haben wir, glaube ich, nicht mehr gekriegt, gell? Oh, wie haben wir Wasser gefunden? Jetzt tun wir das Tempo ein klein wenig verlangsamen. Okay, wir sind auf jeden Fall schon im Questgebiet. Ich nehme an, das wird da sein, hier wo das Lager ist, denke ich mal. Das ist ja schon auf der Karte angezeichnet. Du, du, du. Ein kleiner Hase da am Laufen. Und dann noch einer und dann zwei Wildschweine, also. Jagen kann man hier echt gut, ne? Ja, ja, gut, ich tue ich ja nix. Ihr müsst keine Angst haben. Oh Mann, ich bin, glaube ich, schon wieder irgendwie falsch am Reiten, oder? Ja, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen gen Norden halten. Ich denke, so ist ungefähr gut. Ne, warte mal, das ist ja Süden. Norden ist hier. Da wollte ich lang. Okay, warte, wir sind da. Da haben wir wieder einen Köhler, oder? Aber laut Karte müsste doch hier irgendein Lager sein oder so. Ne, nicht wirklich, ne? Zeig mal her. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter den Weg reiten. So. Dort. Dann schauen wir doch mal. Oh, jetzt sind wir langsam schon wie ein richtiger Ritter hier. Brauchen nur noch eine gute Rüstung. Und müssen noch einen Ritterschlag bekommen. Fragen wir uns mal durch die Gegend. Glück und Gesundheit. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Mhm, sehr schön. Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Wenn er hier ist, mache ich euch die Hölle heiß. Ich muss wirklich mit ihm sprechen. Beim Gestüt gab es ein Massaker und der Junge weiß womöglich etwas. Ich muss ihn befragen. Du denkst, er hatte seine Finger im Spiel? Schwer zu sagen. Er ist weggerannt. Andererseits hat er wohl einen der Angreifer erstochen. Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber nur vom Sehen her. Er ist mit den Köhlern unten bei Thalmberg befreundet. Hab ihn dort mit den Zwillingen gesehen. Stromabwärts bei Thalmberg? In der Nähe der Burg? Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie stoßen. Und eins noch. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, aber sie waren nicht so überzeugend wie du. Okay, das könnte jetzt langsam gefährlich sein. Wer auch immer den Rotschopf sucht, hat vielleicht auch was mit dem Massaker zu tun. Oh, guck mal, hier ist Thalmberg. Hier waren wir doch schon mal, glaube ich, ne? Wir müssen hier hin. Einfach dem Bach folgen. Ist jetzt die Frage, sollen wir da alleine hinreiten oder sollen wir lieber dem Bernhard Bescheid sagen? Wir reiten da alleine hin. Wir müssen den ja schließlich nur befragen. Richtung Westen, ne? Gibt's da einen Weg oder müssen wir da alles jetzt... Ach doch, da führt ein Weg lang, sehr schön. Ich reite nicht so gerne durch die Wildnis. Also, ich reite schon gerne durch die Wildnis, aber das ist viel übersichtlicher mit einem Weg. Hier jetzt rechts halten, ne? Genau. Perfekt. Kamera noch gerade machen. So, jetzt kann man reiten. Du, 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 du. Was sagt ihr überhaupt die Zeit?
22 ungefähr. Okay, gar kein Problem. Ich nehme, glaube ich, gerade zwei Parts auf einmal auf. Rechts oder links halten? Links. Gut. Hier lang, Franz Ferdinand. Mein treuer Gefährte. Ach nee, ich wollte ihn ja eigentlich Prego nennen, wie der von Herr der Ringe. Nee, nee, der heißt Franz Ferdinand. Das hört sich geiler an. Viel epischer. Dum, dum. Das müssten wir auch schon gleich da sein, oder? Oh, das sind aber manchmal richtig gute Distanzen hier zwischen den Questgebieten. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Und sieht auch immer ein bisschen anders aus, die Gegend. Tut mir leid, wenn es immer noch so ein bisschen wackelt, aber... Oh, guck mal, wie schön die Sonne hier durchscheint. Eben, ich bin es noch ein bisschen ungewohnt zu reiten. Ist noch nicht so einfach. Scheiße. Wir haben einen Bandit gefunden. Immer auf Vorsicht das Schwert rausholen. Was ist hier passiert? Körper aufheben. Reden. Ah ne, der hat nichts. Okay. Scheiße, Mann, die sind sicher ja lang. Gott sei mit dir. Was ist hier geschehen? Hey, hast du sie etwa umgebracht? Was versuchst du mir anzuhängen, du Bastard? Du! Du warst es. Was? Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Unsinn, du bist voll mit ihrem Blut. Boah, der Bastard. Nee, 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 nee. Ich gerate ständig in Kämpfe. Hin und wieder kämpfe ich gern. Und dann bin ich eben voller Blut. Na und? Du? Du siehst mir eher wie ein Angsthase aus. Was treibst du? In der Nähe einer Leiche. In der Nähe eines Mordes. Boah, der war ja vor uns sogar da gewesen. Ich stehe im Dienste von Herrn Ratzig. Ich jage hier Kuman. Ja. Ich suche Kuman und töte jeden, den ich finde. Du? Wohl kaum. Du bist der Mörder. Sonst kommt niemand in Frage. Und ich werde dich melden, du Schurke. Was ein Bastard? Sicher nicht? Hey, pass auf. Die Leute heutzutage... Nix gibt's hier. Du meldest mich ganz sicher nicht. Mann! Oh Mann, ich habe keine Chance. Warte mal. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Ey, komm jetzt, nee. Ich habe doch Pfeile. Einen Moment. Den will ich angreifen. Yes. Los geht's. Oh, nee, Mann, ey, Leute, ich stelle mich gerade richtig dumm an. Ey, der rennt noch ins Dorf oder irgendwo hin. Ah, nee, da kann ich stehlen. Nicht angreifen. Stellen. Los! Jetzt, nee, ich leg den um, ich habe keine Chance. Komm schon. Mann! Gnadenstoß. Nee, ich lass den nicht am Leben. Oh, verdammt. Das ist aber so eine Animation. Jetzt habe ich mich echt dumm angestellt. Ich wollte den eigentlich mit einem Pfeil erledigen. Also, was haben wir hier? Einen Dolch brauchen wir nicht. Brauchen wir den? Oh, die Groschen nehmen wir mit. Lederstiefel, richtig schön. Was ist das? Ritterjagdschwert. Boah, ist das... Jetzt will ich mal gucken. Zeig mal von der Stärke her. Oh, was heißt das Rote denn hier? Das ist voller Blut, das bedeutet es wahrscheinlich. Was ist das hier? Schaden oder was? Ah, nee, das ist schwächer, schade. Oh, das sieht aber richtig cool aus. Schade. Nee, unseres ist besser. Nee, nee, unseres ist schon besser. Das ist aber gestohlen, ne? Ich lasse das hier. Tja, jetzt haben wir den umgebracht. So kann's kommen. Jetzt, oh, jetzt müssen wir wieder zu unserem Pferd. Warte, man konnte das doch herbeirufen. Ohne so mit einer Acht, nicht gut.
Geht das? Franz! Sehr schön. Ich will noch die Leiche untersuchen. Oh, die finde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Galopp. Absteigen. Zeig mal her. Wo war denn das ungefähr? Ich glaube hier, bei der Weggabelung, ne? Oh, ich will auf jeden Fall beim Rotschopf sein, bevor es dunkel wird. Jetzt haben wir einfach einen ermordet. Eigentlich ein bisschen krass, aber hat ja keiner mitgekriegt. Damals war es halt ein bisschen krasser, die Zeit, ne? Gewisse Umstände erfordern halt auch gewisse Maßnahmen, sage ich immer. Genau, ich wollte jetzt noch die Leiche untersuchen. Vielleicht hat die noch ein bisschen Geld. Und ich will herausfinden, was man mit den Groschen machen kann, Leute. Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Könnt ihr mir da ein bisschen helfen, was ich mit den Groschen anstellen kann? Cool, die hat auch Groschen. Können wir einfach ihre Frauenkleider anziehen. Einen Apfel nehmen wir noch mit. Oh, jetzt aber weiter. Ich habe keinen Bock, dass es dunkel wird. Jetzt wurden wir so unnötig aufgehalten von dem Typen. Man hätte auch einfach reden können. Warte, ich glaube, wir sind schon da, oder? Ja. Ist aber auf der anderen Seite. Dort drüben. So. Kuckuck. Die sitzen schon am Lagerfeuer. Will der abhauen? Nee. Ist das dieser Rotschopf? Nee, das ist einer von den Zwillingen. Gott sei mit dir. Sag mir, wo Rotschopf sich versteckt. Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Woher weißt... Was zur Hölle faselst du da? Komm mir nicht so. Ich weiß, dass er ein Freund der Zwillinge ist. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier und muss mit Rotschopf über den Überfall auf das Gestüt sprechen. Wenn Herr Hanusch dich schickt, kümmere dich lieber um die zwei Banditen, die hier umherschleichen und nach dem armen Jungen fragen. Dann braucht er sich auch nicht mehr zu verstecken. Okay, dann machen wir das. Schon gut, ich mache es. Doch, das will ich machen. Na gut, ich kümmere mich um sie. Und dann verrätst du mir, wo Rotschopf steckt, ja? Ja. Werde sie los und ich sag's dir. Wo finde ich diese Banditen? Bin mir nicht sicher. Gibt viele Verstecke in der Gegend. Aber da sie über die Brücke kamen und gingen, müssen sie irgendwo in dem Gebiet sein, das zwischen uns und unseren Nachbarn liegt. Klingt nach einer Menge Wald zum Durchforsten. So viel ist es nicht. Gibt hier irgendwo einen Pfad, der zu einem verlassenen Lager führt. Okay, dann lassen wir aber Franz auf jeden Fall hier im Dorf. Sehr schön, ist es abgespeichert. Du guckst doch gut zu meinem Pferd, oder? Kolleg,